Was geht ab, Leute, einen außerirdischen guten Tag wünsche ich euch und herzlich willkommen zum dritten Part dieser Horror-Map. Wir haben bis jetzt schon so viel geile Sachen gesehen und heute, beziehungsweise jetzt, gibt's endlich den dritten Teil. Ich wünsche euch viel Spaß beim Anschauen. Okay, gibt's hier unter Wasser irgendwas noch, was wir noch begutachten sollten? Nee. Diary 2, willst du lesen? Goldie? Er ist verstummt. Okay, dann lese es ich. I have drawn a map of the most expandable locations. Values A and B can open the sewer system. Okay, also er hat quasi eine Karte gezeichnet und die Position A und B kann uns verraten, wie wir das System starten, öffnen oder besiegen oder wie auch immer. Okay, dann würde ich sagen. Goldie. Bist du taubstumm geworden? Ich hab die ganze Zeit geredet. Du hast gemutet. Ja, auf Discord aber nur, das heißt, man hört mich in der Aufnahme. Ach so, ja, super. Also, wir müssen wieder Ventile machen, also A und B, und wir sind jetzt hier unten rechts. Es ist anscheinend ein Unterwasserlabyrinth. Hast du eine Karte oder was? Hey, lol, zeig mal. Hey, da waren doch mehrere drin. Ach so, ich hab die voll übersehen. Ja. Okay. Sollen wir einfach machen, dass einer Punkt A ist und einer Punkt B? Nee, oder? Also. Ich sag mal so, ich würde gern beides sehen, aber irgendwie fände ich es auch cool, wenn man dann einfach in der Zweitansicht dann sieht, wer was der andere gemacht hat. Das wäre auch irgendwie fett. Sollen wir es gemeinsam machen? Das sollen wir gemeinsam machen. Sollen wir dann zuerst ins X gehen? Ich denke, hier wird nichts Wichtiges drin sein. Nee, wir ich haben nicht unendlich Luft. Ey, ich sehe da kaum was. Sehr wenig. Ich sehe relativ viel, die Frage ist nur Luft. Hier ist Luft, so, hier ist Luft, hier ist Luft, hier ist Luft, hier ist Luft. Okay, wenn wir jetzt hier nach links gehen, kommen wir glaube ich zum X. Sollen wir uns erstmal ein X anschauen? Oder? Würde ich schon sagen, oder? Ja. X. Dein Hund ist gerade verreckt. Ja, nein, Buffy. Ja, einfach eine Sackgasse, oder? Nö, hier sind wir. Hä? Okay. Sehr, sehr komisch. Also etwa habe ich mich überhaupt. Etwa habe ich mich jetzt extrem verfahren oder. Sind hier richtig? Warte, wo sind wir? Ich check diese Karte gerade nicht mehr, ne? Bei A. Wir müssten jetzt bei A sein. Wir haben uns irgendwie verfahren und sind jetzt bei A. Okay, warte, ich geh jetzt aber noch hinten ein bisschen weiter. Schau mal. Man kommt hier nicht so gut durch. Doch! Nee. Das ist ein Schalter! Ich will ihn drücken. Aber man kommt hier auch nicht anders durch. Zeig mal. Ah, man muss von unten durch. Lost. Ich weiß nicht, was das jetzt war. Ja, absolut keine Ahnung. Lang, aber groß und schwer. Ja. Also ja, ganz klar, wir müssen hier außen. Das ist schon der. Hier Punkt A. Das heißt aber, dass wir jetzt. Wenn wir jetzt nach rechts gehen. Warte, wenn gehen, das A war, dann müssen wir nach rechts unten eigentlich. Also hier. Hier? Sind wir nicht hierher gekommen?
Alles okay, bist ertrunken. Ich wurde gerade angegriffen von so einem Ding. Ja, und jetzt habe ich keine Luft Hier mehr. ein Hai herum? Achso, Pufferfisch. Ja, okay, das jetzt. Da muss Punkt B hier unten sein. Ist mein Arm? Ich komm mal. Aua! Wir müssen durch einen der Tunnel schwimmen. Ich komme nicht zu dir, weil diese Puffis mich die ganze Zeit anklatschen. Okay, lass mal. Guck mal. Junge, okay, dann ertrink halt da drin. Hier ist ein anderer Tunnel. Scheiße! Diese Dings helfen nicht! Ja moin, das da hinten ist eine Falle. Nicht reingehen. Hier sind mehrere Fallen. Ich werde auch ertrinken. Ja, wow. So viel zum Thema A und B. Ja, wir müssen halt hier den richtigen Weg finden. Da werden wir auf jeden Fall jetzt einige Male sterben, würde ich sagen. Ja, scheiße, ich bin jetzt genau dort, wo du drin warst, glaube ich. Wie gesagt, das ist eine Falle. Möglich? Ich werde dann auf jeden Fall hier auch mit meine Tränke jetzt trinken dafür. Ja, schon. Also hier war hier eine Falle? Hä? Hier geht's runter. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut, hier runter zu schwimmen. Was ist hier? Ist hier luftleerer Raum oder was? Nein, nein, hier ist ein Lagerfeuer. Man kann Oder? hier nicht mehr springen, ne? Oh Mann, hast du dir ungefähr gemerkt, welcher aber Gang scheiße war? Ja. Also sind wir verloren. So, hier gerade ein bisschen mit dem System ranzugehen. Ah, hier runter war falsch. Dann gehe ich mal hier hin. Geht's mal hier runter. Scheiße, Alter, hier gibt's unendliche Gänge. Ich glaube, ich bin richtig. I'm right here. Nee, ich bin halt komplett lost irgendwie. Ne, du bist Hä? doch da. Leute, wie hab ich denn das jetzt gefunden? Ja, moin. Okay. Sue ist Aber das schau mal, sogar OP. hier gibt's, hier ist noch ein weiterer Geheimgang. Wie hast du denn den Ist jetzt jetzt. gefunden? Habe ich aufgemacht. Ist jetzt noch mal so ein anderer Routerschalter drin und ist einfach eins dieser Secrets? Oder was ist das hier? Möglich? Und wo führt das hin? Ich bin ehrlich gesagt nicht ganz scharf drauf, es auszufinden. Also, der Gang ist schon sehr cringe. Hello? Ja, es geht ja nicht von der Story hier weiter, oder? Ich wüsste nicht, nein. Geheimes Waffenlager oder was? Oder direkt? Ja, nee, Gönnung. Hier übrigens auch deine Armbrust noch, ne? Ich hab mittlerweile auch eine. Achso, okay. Ich lasse diese ganzen Bücher mal alle hier und dieses ganze Zeug, was wir definitiv nicht mehr brauchen würden. Ich sehe doch von der Story weiter, da hinten sind Leichen. Hä? Warte, 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 warte. Wie er sich die ganze Netherite-Rüstung gönnt. So, ich dachte, bei dir wäre auch eine drin. Nee, 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 ich hab Ja, keine warte, dann Ring. nimmst du Chestplate, dann nehme ich die Emerald Chestplate wieder. Danke. Es ist doch, das ist optional, das war viel zu schwer. Junge, was ein, eine Armbrust. Ja, Infinity würde ich sagen, ne? Es muss optional sein. Ich glaube auch, das ist optional. Das ist aber trotzdem übel gut. Man kann halt auch nicht über diese Leichen drüber laufen. Das ist schon.
Alter, hier geht's Jetzt? aber auch nicht weiter. Das ist Oh, nur jetzt Waffen auf Rüstung. Rüstung oder so. Digga, das ist aber irgendwie voll geil, ne? Ja. Gehen wir zurück. Erscheint im Chess, System öffnet irgendwie. Als können wir in der Mitte durchgehen, durch den Gang. Wenn du noch weißt, was genau es war, können wir das tun, ja. Ich bin tatsächlich gerade ein bisschen raus, also irgendwie macht mein Kopf gerade Hallo, ein bisschen Theater. Dieses Ding, Alter. Soul Sand, ekelhafte Pampe. Jetzt müssen wir natürlich auch noch irgendwie zurückfinden. Und Oh zur Not man. einfach sterben. Stimmt. Na, oh, ich hab den Weg gefunden. Nice. Nein, 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 das war ein Fehler. Ich wollte nicht sterben. Oh, ich Hast du bin es so auch da. langsam? Hey, wo Wow, bist es geht. du? Ich hab nochmal Luft geschnappt. Ach so, ja, hätte ich auch machen sollen. RIP. Egal, komm einfach zur Mitte. Ich habe mir jetzt anscheinend was geöffnet und hier geht's jetzt weiter. Das ist doch auch eine Falle. Ah, nee, ah, nee, hey. Du musst da durch. Ja klar, muss man da durch. Ich hänge jetzt ein bisschen, aber ich will nichts triggern. Doppel-W. Warte, wie kommst du da noch mal rein? Du musst da runter und dann Doppel-W irgendwie so. Aber du musst weiter hinten sein, dass du anfängst zu schwimmen. Wenn mich die ganze Zeit irgendwelche Pufferfische klatschen, Alter, dann komme ich, habe ich nicht mal die Chance hier reinzukommen. Er hat Habe es ich es geschafft? geschafft. Oh mein Gott. Warte, ich muss erstmal kurz regenerieren. Alter Schwede, Oh, sorry. danke, absolut danke. Ja, ich wollte Dings Armbrust mit Feuerwerk aufladen. Da muss ich aber erstmal nochmal einen Pfeil wegschießen. Warum ist die eine Lampe an und die andere nicht? Ziemlich spooky. Ist das hier eigentlich scheiße, was darstellen soll? So Wahrscheinlich bei einfach. Rayma, dieser ganze Seelensand. Wahrscheinlich einfach nur Schlamm. Ich denke, es ist mehr als Schlamm. Okay, nach oben kommen wir nicht. Nee, aber runter wieder. Ja. Das Gute ist, der Typ ist nicht da. Noch nicht, der kommt safe wieder. Hätten wir bloß nicht geklingelt. Ja. Oh Mann, ey. Oh Mann, was das ist schon wieder für ein Labyrinth. Goldie. Das war knapp. Der Das Warehouse. Warenhaus. Ja, Leute, auch das dritte Chapter habt ihr jetzt nun schon angeguckt. Wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht, dann klickt auf jeden Fall jetzt gleich hier in der Endcard irgendwo auf das nächste Video. Dann kommt ihr direkt zum nächsten Part. Wenn es euch gefallen hat, schießt gerne mal den Like-Button ins All. Teilt das Video unbedingt mit Freunden und Verwandten. Haut rein, bis zum nächsten Teil und ciao.